Na? So, jetzt habe ich auch das Intro von Just Nero geklaut. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Vor 4 Monaten, am 5.4. Nee, warte mal ganz kurz, das... Na? Nein. Also, Just Nero, jeder, der Just Nero kennt, der weiß, dass ein Just Nero anfängt mit Hey, na? Oder? War das nicht Hey, na? Oder Na? Ach nee, der beginnt mit Na, das war Zabex, der hat damals immer Hey, na gesagt. Hey, na? Na? Oder? War das Zabex? Na? So, jetzt habe ich auch das Intro von Just Nero geklaut. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Vor 4 Monaten, am 5.4.2020, habe ich ein Video hochgeladen. Muss die Meinungsblogger... Mal eine Frage, weil du gerade eben hier bist. Setzt du deine Katze mit Absicht immer für die Videos nochmal da hinten drauf oder liegt die schon da? Blase platzen war der Titel. Dieses war vor meinem KenFM-Video, eines der letzten im alten Stil. Übrigens, gönnt euch das KenFM-Video, das ist immer noch richtig geil. In diesem Video habe ich geredet, dass es keine Blasen, Unterblasen und so weiter gibt. Ich habe so quasi ganz viele Videos in der Szene gleichzeitig angegriffen. Ah, wilde Videos. Alpha Kevin. Hier wird auf Alpha Kevin reagiert. Hier ist Alpha Kevin gekommen. Ah, wild. Mensch, hier Alpha Kevin. Vor allem mit diesem Logo noch, das war noch Zeit. Wie zum Beispiel Mighty und Alpha Kevin. Das habe ich dann faktisch viel zu genau begründet und am Ende auch Spott dafür kassiert. Danke Alpha Kevin, du Keck. Und naja, was soll ich sagen? Also ich fand's gut. Ich lag falsch. Klar, ja, es gibt vielleicht keine Blase der Meinungsblogger, weil die Szene einfach viel zu divers ist. Aber ich sehe jetzt inzwischen, dass es definitiv Unterbubbles gibt. Naja, und wie komme ich jetzt quasi dazu, ein Update-Video zu dieser ganzen Thematik zu machen? Wenn man sich einfach mal anschaut, was in der Zwischenzeit so passiert ist, wird es eigentlich ganz schnell klar. Beispielsweise der Push von Baku, der Beef der Meinungsblogger mit Da Vinci, der unnormale Ab- und Zuwachs von Waspel und Boy, ohne Witz, diese Zahlen hätte ich auch gerne. Und naja... Warte mal, das war jetzt Waspel, ne? Der unnormale Ab- und Zuwachs von Waspel und Boy, ohne Witz... Das ist geisteskrank, wirklich. Ich find's nicht normal. Ohne Scheiß. All das ist nicht normal, guckt euch das an. Und das ist doch nicht mal sein Überhype. Der hatte schon den Monat davor einen Hype mit 40.000 Abonnenten im Monat. Das hier sind bloß die halben Zahlen, sag ich mal. Der hatte davor jeden Tag über 1.000 Abonnenten gemacht. Das ist so geisteskrank. Diese Zahlen hätte ich auch gerne. Und naja, mein Meinungsblogger bewerten Format. Das ist seitdem einfach richtig krass gebeitet wird. Wow, 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 holy moly, was hast du jetzt mit der Bubble zu tun? Erstmal gar nichts, denn es ist nicht die Blase der Szene geplatzt. Meine ist es. Nicht zuletzt dank Kuchen, besagtem Alpha Kevin und vor allem Mighty und Baku. Ich merke langsam einfach, wie eingepfercht ich war. Allein weil ich mir dachte, jo, so ein Kuchen-TV oder dem Just Nero, den kannst du nicht einfach um was bitten. Aber genau das ist dann halt passiert. Jo, Nero, lass mal wieder quatschen. Ich habe inzwischen einfach gemerkt, dass das, was ich seit Jahren predige, selbst nicht einhalte. Und zwar, dass wir doch alle Menschen sind. Gott, klingt das tief. Erfolgreich gedacht, meine Freunde. Aber diese geistige Blockade hat einfach dafür gesorgt, dass ich mich lieber mit Cloud, Blantrada, Kavex und Co. befasse, als mit dem Rest der Szene. Aber seitdem ich von den besagten Größeren meines Bloggern, ich sag mal, angenommen wurde und so beispielsweise auch schon fast täglich mit einem Mighty der Baku schreibe, merke ich einfach, dass da mehr ist. Mir wurde oft bezüglich... Oh, da ist mehr, Leute. Da ist mehr. Ja, das hat mir ja damals auch schon kritisiert, beziehungsweise, uns ist das damals aufgefallen, ich glaube, Unholy, ich bin gerade gar nicht so sicher, ob er mit dabei war, deswegen kann ich dazu jetzt nicht zu 100% was sagen, aber mit den ganzen kleinen Meinungsblockern weiß ich noch ganz genau, vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, oder vor einem anderthalben Jahr, ja, vor einem anderthalben Jahr, oder vor 2 Jahren, ja, mittlerweile sind es schon 2 Jahre, also ich persönlich bin halt so, ich finde es jetzt nicht mehr, ich finde es jetzt gut, was Unholy macht, aber damals fand ich zum Beispiel das Ganze mega belastend und auch kacke, dass er immer so ein Prinzip-Hater war von der Meinungsblogger-Szene. Das war so einer, der, oder ich weiß nicht, ob Unholy mit dabei war, aber ich dachte schon, zumindest die kleinen Meinungsblogger, weshalb wir die da auch so negative Erinnerungen hatten, die haben nur gestichelt, immer nur gehetzt. Ein Video nach dem anderen zu uns gebracht, immer auf Twitter gestichelt, private Nachrichten geschrieben, dass wir beschissen sind und so. Es war damals richtig cringe, aber ich muss sagen, ich find ihn halt jetzt sehr reflektierend und auch ziemlich sympathisch. Meine Umfrage, egal ob es jetzt Da Vinci oder Alpha Kevin ist, vorgeworfen, dass ich einfach zu einseitig stehe. Naja, ja, ist so. Bei Alpha Kevin hing ich einfach zu sehr in der kleinen Bubble fest. Und jetzt bei Da Vinci merke ich langsam irgendwie, dass ich zu sehr in der großen Bubble festhänge. Zumindest, wenn ich ein Teil von euch sein darf. Mhm. Dabei komme ich eigentlich mit jedem klar und kann über alles und jeden ein gutes Wort verlieren. Außer Cubesview. Und Reels hat mich, glaube ich, auf Instagram blockiert. Wollt doch nicht alle. Nein, aber mal ernsthaft.
Bin ich zu sehr in einer Blase drin? Und in welcher bin ich jetzt? Habe ich mir meine eigene aufgebaut oder wurde ich hier drin eingesperrt? Ich glaube, ich muss einfach mal wieder auf den Boden geholt werden. Oder befreit, was auch immer. Find einfach gerade selbst keine Worte, während ich dieses Skript schreibe. Daher möchte ich dich bitten, wenn du ein Meinungsblogger bist, und ich verstehe dich, du brauchst Content, das muss ich auch irgendwie hinkriegen, dann kannst du mich sehr gerne zerstören, kritisieren oder loben. Vielleicht lerne ich ja dann, wo ich bei den Leuten... Naja, loben, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, ne? Also wenn, dann wird es nur ein Kritisieren oder Zerstören von deiner Person sein. Ansonsten, also ich wüsste jetzt nicht, was ich bei dir da loben sollte, Bruder. Verstehe. Ganz ich bin aktuell an einem Punkt, ich weiß nicht, wo ich dazugehöre, noch ob ich irgendwo dazugehören möchte. Ich bin mir echt unschlüssig. Und die Meinungsblogger, die ich eventuell mit meiner Anwesenheit abfacke, also die, die ich als Freunde und gute Bekannte sehe, entschuldigt mich bitte. Ich fühle mich immer ultra schlecht, wenn ich Leuten auf den Sack gehe. Denke aber allerdings auch immer, dass ich Leute auf den Sack gehe. Das ist so ein bisschen eine Zwickmühle halt, ne? Puh. Was will ich jetzt jeden auf den Sack sagen? Jetzt weiß ich immer, wie sich Floppy beim Skriptschreiben fühlt. War jetzt eigentlich mehr so Real Talk als Meinungsblog, aber ich schätze mal, ich lasse trotzdem im Titel stehen. Vielleicht möchte ich mich einfach nur abgeholt fühlen. Aber von wem? Hier nochmal ein Dank an alle erwähnten Personen im Video. Ihr gebt mir nämlich den Support, auch wenn ihr es gar nicht merkt. Und wenn ich jemanden vergessen habe, danke an dich natürlich auch. Danke. Bevor dieses Video jetzt in meiner Selbstmelancholie endet, Alpha Kevin wird im oben genannten Video wissen, was das Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabengesetz ist. Ha, nur der 17. Versuch. Nun ja, Olli, das Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz oder kurz. Junge, das habe ich... Das haben wir doch im Stream, hatten wir das doch angeguckt und haben einfach gesagt, ja, nimm mal das längste Wort, oder? Aber stark, dass er das macht. RFLETTÜAÜG ist das Gesetz, welches im Jahre 1999 in Mecklenburg-Vorpommern als Teil eines Gesetzesvorhabens mit dem Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz oder kurz RKREÜAÜG verabschiedet wurde. Dies soll die Übertragung der Überwachungsaufgaben, der Etikettierung von Rindfleisch und der Kennzeichnung von Rindern regeln. Euer Unholy. Ey, ich würde gerne mal noch eine Frage stellen an Unholy. Du hast ja immer mal hier nach unten geguckt, wegen deinem Skript. Hast du dir das ausgedruckt, das Skript, oder stellst du deinen Laptop irgendwo hin? Die Kamera steht auf dem PC-Tisch mit Stativ, PC-Bild. Ach, ey, das habe ich dich gar nicht gefragt. Ich wollte bloß fragen, wo dein Skript ist. Also, was das ist. Ist das ein Zettel oder ist das mit einem Laptop? Das wollte ich eigentlich bloß wissen, aber schön, dass du mich nicht verstehst, Bruder. Ja, das meine ich. Auf dem Bildschirm hast du... Ja, aber dein Bildschirm ist so weit unten, weil du guckst immer so ein Stück nach unten. Ah, so ein Ding ist es also. Na gut.